Leute, weiter geht's bei Resident Evil 8. Etwas möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar hier. Ja, Ethan schreibt er hier in sein Notizbuch. Und er schreibt auch immer, wann das war. Alles hat in der Dämmerung begonnen. Dann war früher Morgen. Der normale Morgen. Dann am Mittag hat er die Dimitrescu erledigt. Am Nachmittag hat er erfahren, dass er diese Flakons suchen muss. Und jetzt ist bereits Nachmittag, als er Rose im Nebel gesehen hat. Ist das vielleicht quasi so ein, wie soll ich sagen, so ein Fortschritt? Ich meine, wie weit wir im Spiel sind, geht es wieder bis Mitternacht oder so? Könnte ich mir gut vorstellen. Und hier haben wir noch Gericht, das sehe ich gerade. Die haben wir alle vom Duke bekommen. Ja, ich werde einfach alles Fleisch mitnehmen, das ich kann. Dauerhafter Effekt. Bewegungsgeschwindigkeit stärkt. Dauerhaft. Die maximale Gesundheit steigt. Ja, da. Fisch, Geflügel und Wild hätte ich gerne. Ich brauche jetzt unbedingt Wild. Aber erstmal möchte ich wissen, was hier los ist. Die Tür ist zu. Wo ist diese Donner? Ich glaube, ich werde das sehr, sehr bald herausfinden. Das ist ein komisches Gebäude, Mensch. Oh oh. Angst? Okay. Kunst nehme ich an. Okay, da hinten werden wir auf sie stoßen, nehme ich an. Ja. Oh nein, das gefällt mir nicht. Das ist das Teil. Oh oh. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer. Was? Wo ist meine Waffe? Ich hab... Oh, ich hab keine Waffen mehr. Was, ich hab... Ich hab gar nichts mehr. Ich kann mich noch so wehren. Ich kann sonst nichts mehr... Oh nein. Oh, speichern. Das kann ich, das ist nett. Das ist sehr nett. Ach du Kacke, jetzt kann ich mich nicht mal mehr wehren. Moment, da... Oh, diese ganzen Puppen. Könnte ich... Ist nur so eine Idee. Falsch. Okay, dann nicht. Das war doch 070408, oder? Ja, Kacke. Kombinationsschloss, ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, warum gibt es hier nichts zu sehen? Also nichts für uns zu holen. Ja, ich kann mich jetzt nicht wehren. Ich kann nur diesen hier machen. Und das, Timing habe ich einfach nicht raus. Und das... Was? Symbol wählen. Was? Was? Moment, muss ich jetzt irgendwo so ein Symbol finden oder so? Oder... Ja, mir fehlt ja eh ein Teil. Das kann ja gar nicht wirklich funktionieren. Was ist das da oben eigentlich? Licht. Ich müsste eh noch so ein Teil finden, nehme ich an, aber... Aber wo? Ja, ich habe ja nichts. Was? Ist auch nicht das Bild, das ich suche. Oh, hier kann ich was machen. Bein untersuchen. Entfernen. Ha! Ha! Sehr cool. Oh, das ist ein cooles Rätsel. Dass man die hier quasi untersuchen muss.
Ein Ring. Gib her. Gib her! Blutiger Ring, ja, fantastisch. Da können wir da irgendwas machen. Der Ring vom Finger der Puppe. Der ist mit Blut überzogen. Ah, das kann ich nicht aufschneiden, ich verstehe. Da habe ich mich gerade selber gesehen. Das war gerade verstörend. Augen untersuchen. Bewegen. So. Oh, was ist das? Ein Vogel oder so? Kann ich das andere Auge auch? Nee. Ich kann nicht noch was machen. Schulter untersuchen. Ich habe irgendwas gehört. Da. Entfernen. Noch ein Schlüssel. Silberner Schlüssel. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Wir tun so, als wäre da nichts. Hört ihr gar nicht zu. Drei geschlossene Augen. Okay, drei geschlossene Augen. Das Foto war nicht da. Mia! Oh, was? Soll die Puppe da Mia darstellen? Oh nein. Diese Puppe ist Mia? Und ich mach sie kaputt. Ja, fantastisch. Okay, mir fehlt wieder drüben eine Medaille, das ist schon mal klar. Aber ich dürfte jetzt eigentlich durch diese Tür hier kommen. Okay. Das müsste hier passen. Ich mache mich ein bisschen nervös, dass ich mich nicht verteidigen kann. Medizinisches Zeugs. Wasser. Was? Kann ich vielleicht den Ring sauber machen? Tatsache! Das ist jetzt bestimmt wirklich der Ring von Mia, oder? Ehering! Ich wette, da ist irgendwas eingraviert, oder? Er sieht exakt wie Mias Ehering aus, ja, sag ich doch. Ein bisschen blutig ist er schon, aber... Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Nein, jetzt kann ich mir das irgendwo aufschreiben. Ich habe gerade irgendwie nichts zum Schreiben. Doch, irgendwas hat man immer zum Schreiben. Wo schreibe ich das jetzt drauf? Auf mein Handy? Nee, wäre nicht so cool. Moment. 0, 5, 2, 9, 1, 1. 29. Mai 2011. Haben sich die beiden da vielleicht kennengelernt? Oder wirklich geheiratet? Kann sein. Dann waren sie sehr lange zusammen schon. Kann ja alles sein. Okay, dann hätten wir schon mal das. An der anderen Seite verschlossen, ja, aber nicht der Schrank. Da ist nichts drin. Mach mal zu. Mach zu! Sieht alles wirklich so ein bisschen... ärztemäßig aus. Klemmbrett mit keinen Unterlagen. Post. Was, nicht mal diese Box hier ist wichtig? Das gibt's doch gar nicht. Wie von der anderen Seite verschlossen steht da, oder? Ja. Wie ist denn das aufgebaut hier? Medizinzimmer. Mit dem Mannequin könnte ich noch was machen? Wirklich? Ja, aber dafür brauche ich eine Schere. Hier beim Bein kann ich nichts mehr machen. Nun gut, nun gut, nun gut. Das waren alles geschlossene Augen. Das war das, oder? Nee, geschlossen. Das, oder? Ja, wir haben auch den Vogel da gesehen, oder? Ja, der sah anders aus. Es war auf jeden Fall ein Vogel, der fliegt. Ich glaube, es war der.
Wie gesagt, ich brauche eh noch ein drittes Teil. Und dafür brauche ich vermutlich erst eine Schere. Und dafür muss ich erstmal hier rausgehen. Wo habe ich meine Notiz da? 0, das war schon mal richtig. 5, war nah dran. hier dann 9. Das war ein cooles Rätsel. Falsch. 1 und 1. Das war wirklich ein cooles Rätsel. Trotzdem mal gerne ein bisschen so eine Waffe oder so. Kann ich vielleicht jetzt durch diese Tür hier... Danke, Frage beantwortet. Ist ja in Ordnung. Unbehagen. Das erinnert mich gerade eher an Silent Hill als an Resident Evil. Warum ist hier nirgendwo was? Warum ist hier wirklich nirgendwo was? Die Tasche wirkt hier ein bisschen fehl am Platz. Das könnte ich untersuchen. Ist nur Abfall? Ist da vielleicht was drin? Komm schon. Da ist nirgendwo was. Und ich habe auch immer noch keine... Oh, ich habe gar nichts. Bitte was? Bitte was? Ja, ist interessant. Schön. Geh weg. Okay. Es gibt nur das. Wie kommt ihr hierher? Aufziehschlüssel. Sieht vertraut aus, ja. Oh, was? Sind wir tauschen? Oh nein. Oh, was? Wie soll ich denn das jetzt... Oh, ne? Oh, doch. Nein, ich wollte nicht spielen. Ja, ja, ist gut. Vielleicht kann ich mich an diesen Kratzern da... Ne? Seht ihr? Nee, das kann es auch nicht sein. Ich glaube nicht. Doch, das passt doch. Sagen, ich mache das mal dahin. Das dahin. Das dahin. Nee, das sieht doch okay aus. Mach mal. Ich habe nicht mal einen Anfang. Nicht richtig. Ja, fuck. Ich weiß nicht mal, ob der erste Ton stimmt. Wie soll ich jetzt darauf kommen? Nein. Ich wollte wechseln. Aber ist die erste Dings jetzt richtig? Das weiß man halt nicht. Na, ey, warum bin ich zu dumm? Oh, normalerweise wählt man doch... Finger wegnehmen von der Vierecktaste. Das gibt's ja nicht. Machen wir das mal. Und sehen, ob es dann länger spielt. Wie soll ich jetzt drauf kommen? Machen wir mal das an der zweiten Stelle. Wie soll ich jetzt auf dieses Ding kommen? Ne, ist auch falsch. Das erste sehe ich schon. Welches müsste das erste sein? Nee, es funktioniert nicht so richtig. Es muss doch was mit diesen Dingern zu tun haben, oder? Es muss. Das ist schon mal falsch. Das ist auch falsch. Das passt soweit, finde ich. Das nicht. Das hier vielleicht... Nee, auch nicht.
Das ist zu tief, aber das passt dann hier wieder. Oh, Moment. Die passen. Jetzt müsste ich hier noch ein Verbindungsstück haben. Das passt bestimmt auch nicht. Das muss dann da rein. Okay, pass auf. Das da. Das da. Versuchen wir es mal so. Das sieht doch gut aus. Es klingt richtig. Und es spielt. Was habe ich jetzt, eine Pinzette bekommen? Ich bräuchte doch... Warum ist jetzt hier so dunkel? Ich bräuchte doch eine Schere oder so. Lass mich... Verzeihung? Ich kann da nicht durchgehen. Abstellraum habe ich scheinbar alles gemacht. Ich kann jetzt hier nicht an dieser Tür vorbei. Ist das ein Bug oder so? Soll vermutlich so sein, dass ich nicht, ja, jetzt ist die Tür zu. Okay, also doch. Habe ich hier drin eine Pinzette gebraucht? Arbeitszimmer. Jetzt liegt da was. Aber erst jetzt. Unsere glückliche Familie, Rose bester Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben, ein Hochzeitsgeschenk von Oma, Ethans Beweis für seine ewige Liebe. Okay. Hä? Wie starte ich das Teil jetzt? Brauche ich dafür irgendwie Strom oder so? Nee, okay, aber ich verstehe das Rätsel bereits. Ich verstehe das Rätsel bereits. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt wieder hier verschwinden... Okay, ich kann auf jeden Fall... hier nicht mehr zurückgehen. Oder? Hat wohl keinen Strom. Was mache ich denn jetzt mit der Pinzette, verdammt? Kann ich damit vielleicht auch das Auge entfernen von der Puppe oder so? Ich mag diese Rätselpassage gerade wirklich. Du Haufen Scheiße. Du Haufen Scheiße. So, kann ich jetzt vielleicht das Auge... Nee. Doch, Auge untersuchen. Da ist ein Vogel, der nach rechts fliegt, auf jeden Fall. Vogel, der nach rechts fliegt. Ja. Kann ich mit der Pinzette vielleicht... Nee. Was kann ich denn jetzt mit der Pinzette machen? Oh mein Gott, ich sehe mich selber. Es irritiert mich. Was war da nochmal? Drei geschlossene Augen. Was mache ich denn jetzt mit der Pinzette? Außer vielleicht mal speichern. Das finde ich gerade wirklich cool, hier so rumzurätseln. Aber ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was ich mit der Pinzette soll. Pinzette ist für einen Arzt. Vielleicht was hier drin. Nee. Was kann ich da mit einer Pinzette machen in der Theorie? Hm. Ich kann doch hier mit nichts agieren. Die Karte möchte ich nochmal sehen, bitte. Medizinzimmer habe ich eigentlich alles gemacht. Da komme ich nicht weiter.
Arbeitsthema ist der Filmprojektor. Da ist der Sicherungskasten. Ich muss hier irgendwas machen können. Aber was? Muss ich mir vielleicht die Pinzette mal genauer ansehen? Genauer ansehen, meine ich. Nee, das ist eine stinknormale Pinzette. Ja. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, ganz im Ernst. Hier ist ja wirklich nur diese Tür hier. Vogel, der nach rechts fliegt. Schwer zu erkennen. Nee, das ist richtig. Das da unten? Vier geschlossene Augen. Müsste das sein, mehr habe ich nicht. Ne Leute, ich stehe gerade sehr auf dem Schlauch. Macht aber nichts, denn das reicht eh für heute. Für heute war es das mit Resident Evil 8. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!